Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchela und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder eine weitere Folge von meinem kleinen Collection Update. Und ich würde sagen, wir schauen gleich mal, was wir die letzte Woche so erspielt haben. Wir waren das letzte Mal bei 121 fehlenden Items, was 99,78% entspricht. Und jetzt sind wir runter auf 112 Items, die uns noch fehlen, was 99,80% entspricht. Heißt, wir sind jetzt wieder auf einer schönen geraden Zahl im Nachkomma-Bereich. Und ja, das sind jetzt nicht sonderlich viele Items, neun Items, die wir uns quasi geholt haben. Eins davon ist das Event-Pad. Das habe ich ja mir relativ zeitnah jetzt in der Woche geholt gehabt. Das ist quasi schon mal abgehakt. Dann ist hier im PvP-Bereich ein bisschen was rausgeflogen. Und zwar ist es hier so, dass es vor Shadowlands alle, also für jede Expansion eine eigene Kiste gab, wenn ihr ein BG gewonnen habt. Mittlerweile gibt es jetzt für die komplette Levelphase unter 50 nur noch eine Kiste. Dementsprechend sind ein paar Loot-Sachen rausgefallen. Heißt, hier habe ich gar nichts gemacht und habe trotzdem einen Progress gemacht, dadurch, dass die Items halt einfach rausgeflogen sind. Ich habe mir zwar letzte Woche ja auch schon die neuen PvP-Items jetzt alle geholt, aber ja, die man nicht mehr holen kann, haben die Add-on-Hersteller quasi jetzt hier einmal rausgenommen. Dann bei Festtagen hat sich nichts getan. Ereignisse. Dort haben wir jetzt einiges abgeschlossen. Das sind die ganzen Sachen rund ums Event. Die sind jetzt fertig. Heißt, bei dem Händler das ganze Transmog-Zeug habe ich. Und ich habe mir bei den Rares das Transmog-Zeug auch geholt. Aber da müssen wir in den Komplettist-Modus reingehen, beziehungsweise in den Account-Modus. Das war eigentlich die Hauptarbeit, die ich jetzt die letzte Woche absolviert habe, und das werde ich euch dann gleich nochmal zeigen. Essenzen und Erfolge, beziehungsweise Erfolge hat sich schon was geändert. Ich habe natürlich das Achievement hier gekriegt, die Heldentat, die, denke ich mal, der ein oder andere von euch sich auch schon geholt hat. Muss man einfach die Questreihe bis zum Ende spielen von dem Event. Und im Dungeon-Schlachtzügen haben wir eigentlich nicht großartig was gemacht. Raiden war ich jetzt eigentlich die Woche nicht. Ich habe auch bei den Quests natürlich die Event-Quests mitgenommen. Da sind es auch nicht mehr viele. Heißt, wenn ich jetzt hier Quests einblenden wollen würde, dann sind wir lediglich auf 134. Und das sind eigentlich alles hier Event-Quests, die da noch offen sind. Beziehungsweise ich glaube, eine ist, nee, zwei sind es hier noch in Nyalota. Im HC, nee, nicht im HC, ist es im Normal? Ja, genau, im Normal die Quest, um den Endboss direkt freizuschalten, und im Mythic-Modus, aber ja, die Quest-Sachen lassen wir jetzt mal an der Stelle raus. So, was habe ich jetzt hauptsächlich gemacht? Und zwar war ich viel im Komplettist- und Account-Modus tatsächlich unterwegs, und hier habe ich jetzt nicht angefangen, alles zu farmen, sondern spezielle Sachen. Ich habe nämlich die Event-Sachen im Speziellen gefarmt. Und da waren wir ja letzte Woche schon bei den Event-Drachen unterwegs. Da kann ich euch jetzt eins zeigen. Achso, ich muss auch noch hier die Geschichte Show Collected Things und Show Completed Groups. Die beiden muss ich einmal anklicken. Sonst wird das nicht angezeigt halt. Ich muss, glaube ich, nochmal, wenn ich das zu schnell anklicke, dann will er es immer nicht. Klicken wir es nochmal an. So, jetzt möchte er es. Und zwar, wenn wir jetzt hier reingucken, im 13. Geburtstag, dann gehe ich auf die Bosse, und wir machen das jetzt mal hier ein bisschen größer. Dann seht ihr, habe ich jetzt von den ganzen Bossen tatsächlich alle Items im Account- und Komplettist-Modus, also wirklich alles, alles, was man holen kann. Das war sehr, sehr viel Arbeit. Da hatte ich ja das letzte Mal, hatten wir noch zwei Items gefehlt von, welcher waren das? Das war der beschissene, ne? Hier, Smaris. Oder Emeris im Englischen. Und der ist ein bisschen kacke zu legen. Den habe ich jetzt mit den letzten Chars noch abgefarmt. Habe dann relativ zügig noch die zwei letzten Items gekriegt. Und ja, damit haben wir das einmal abgehakt, was mich sehr, sehr freut tatsächlich. Also das war ein Riesendreck. Da ging sehr, sehr viel Zeit drauf, um die ganzen Items zu farmen. Das haben wir weg. Und ich habe ja jetzt angefangen, dann die Event-Bosse vom Expansion Pre-Event zu farmen, diese hier. Und ihr seht, auch hier haben wir wirklich alle Items auch im Komplettist-Account-Modus. Also hier ist tutti komplett alles fertig. Ich weiß, dass das gleiche Aussehen haben wie die Mobs aus den verschiedenen Raids in Wrath of the Lich King, aber ich habe mir vorgenommen, dass ich auch im Komplettist-Account-Modus
Account-Modus die Sachen farmen, die rausgepatcht werden oder die nur temporär da sind, heißt Events-Sachen, die man dann vielleicht nur einmal im Jahr farmen kann. Deswegen habe ich mir sowohl die Drachen in dem Modus geholt, als auch jetzt hier das mit den Ras. Das war ein Riesenaufwand und ja, ich bin froh, dass ich dahingehend fertig geworden bin und habe jetzt die letzten Tage bis zum bis zum Add-on-Start quasi noch ein bisschen Ruhe. Bin da auf jeden Fall ganz froh. Und dann werden wir gucken, wie wir mit der Serie ein bisschen weitermachen. Was ich zusätzlich noch gemacht habe, ist in den Berufen sowohl beim Schmied als auch bei Lederer haben wir hier eigentlich 99% der Sachen habe ich jetzt alle geholt. Ein paar Sachen fehlen mir noch. Zum Beispiel hier so Geschichten, wo ich dann jeden Tag so einen Barren bauen muss und sowas. Das werde ich dann aber nochmal in einer anderen Videoserie zeigen und zwar in meiner Waste of Money Videoreihe. Da habe ich nämlich einiges an Gold, mehrere Millionen habe ich da versenkt, um die ganzen Items craften zu können. Ich habe nämlich nicht nur, was ich davor hatte, die ganzen Ledersachen gecraftet, sondern ich habe auch alle Ketten- und Platten-Items gebaut und auch die Zweitransmog, also die Komplettist-Modus-Variante habe ich gebaut. Das hat mich sehr viel Zeit gekostet, teilweise auch Mats farmen zu müssen, die nicht im Auktionshaus waren und so. Also das war auch tatsächlich eine größere Aktion, aber da sieht es jetzt auch sehr, sehr gut aus und dementsprechend komme ich da aber genauer nochmal zu sprechen in der Waste of Money Videoserie, weil ich da einfach dann auch nochmal den Aspekt zeige, was ich da an Gold versenkt habe und zwar leider einiges, aber gut, jetzt kommt dann das Add-on, da wird man sicher wieder beim ein oder anderen Aktivität wieder ein bisschen Gold machen können. Ja, damit sind wir dann tatsächlich am Ende der kleinen Serie, zumindest jetzt für Pre-Shadowlands und ich muss mal gucken, wie ich sie weiterführe. Ich will schon auch das Collection-Update weitermachen. Ich kann euch jetzt aber nicht versprechen, ob am Anfang vom Add-on wir in der Regelmäßigkeit das machen, beziehungsweise wahrscheinlich wird es eher ein bisschen weg von All the Things gehen, sondern mehr hin zu Mounts, Pets, Toys, die ich euch dann vielleicht wöchentlich vorstellen kann. Und dann, wenn ich diese Sachen mehr habe, dann, dass wir dann wieder mit All the Things mehr arbeiten werden und wieder ein bisschen im Transmog-Bereich einsteigen. Das ist für mich jetzt eher zweit- beziehungsweise drittrangig. Erstmal ein Shark gieren, erstmal die Mounts, Achievements farmen, solche Geschichten und dann kommt bei mir tatsächlich das Transmog. Wobei, ich möchte es nicht mehr missen, es macht mir tatsächlich viel Spaß und ich werde es auf jeden Fall auch in Shadowlands weiterführen. Wahrscheinlich aber nicht mit dem ersten Tag, sondern da sind dann die Prioritäten vielleicht auf ein, zwei andere Sachen gesetzt. Gut, das war es dann erstmal soweit. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Schreibt mir eure Gedanken gerne in die Kommentare. Schreibt mir vielleicht auch rein, wie weit ihr bei den Drachen beziehungsweise beim Shadowland Pre-Event seid, ob ihr das auch gefarmt habt, ob ihr da auch dran seid, das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.